Hallihallo, ich bin's, der Steffen, und yay, neue Mod-Vorstellung von einem komplett neuen Mod, den ja mir jemand geschickt hat. Und ein Republic Commando Mod, und es sieht so geil aus, die Grafik ist toll. Wahrscheinlich nicht annähernd so gut wie bei dem anderen Republic Commando Mod, den ich mal vorgestellt habe, aber nehmen wir trotzdem mal hier. Oh, wie geil! Okay, doch, Grafik ist immer Hammer. Rückzug! Rüber zu uns. Nicht Oh, wie viel geil. Verkehr. Okay, ist ein. Ich mache jetzt mal den Ton so ein bisschen leiser. Ich hoffe, ich kann das überhaupt. Ja, geht noch. Immer so. Alles ist wie aus dem Spiel Republic Commando. Wer wissen will, wie das Spiel damals aussah. Ist auch von 2005. 2005 ist so das ultimative Jahr für Star Wars gewesen, weil da Empire at War rauskam und Star Wars Battlefront 2. Das erste Star Wars Battlefront kam 2004 raus. Und Republic Commando. Ich weiß nicht, ob noch was mit den anderen. Es gibt so Rollenspiele von Star Wars. Ich habe jetzt komplett vergessen, wie die Star Wars. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Verdammt. Die sind auch relativ alt. Aber ich glaube, die sind älter als 2005. Und ich bin tot. Oha. Das Menü, das sieht auch so aus wie in dem alten. Ja, wie in Republic Commando. Ich weiß nicht komplett, wie das aussieht, weil ich habe den Mass Effect Mod noch installiert und der verändert. Aua, der verändert das Aussehen von dem Menü ein bisschen. Deswegen sehe ich nur die Hälfte von dem Menü. Oha. Naja, ich habe ein. Oh, wie geil, das ist die Zoom-Perspektive. Schieße ich? Ja, ich schieße überhaupt. Ich schieße. Okay. Was habe ich denn? Habe ich hier Granaten? Hier habe ich. Oh, das sieht so geil aus. Rückzug! Das mit dem Zoom ist so lustig. Rückzug! Und ich bin tot. Ich sterbe oft, aber es sieht so hammergeil aus. Kommen wir nehmen mal den nächsten. Oh, wie schön. Sprengstoffkommando. Oh, was macht ihr hier? Ich zoome jetzt mal in die Dicke jemand so. Man hat keinen. Das okay, sieht lustig aus auf jeden Fall. Man hat keinen Rückstoß bei der Kleinpistole, wenn man in den Zoom-Modus ist. Naja, und wie gesagt, der Mod, der ist. Auch man muss nachladen hierbei. Wusste man bei der Pistole im Republic Commando nur nicht. Wo bist du? Boah! Ah, ich bin's. Was wollte ich sagen? Ah ja, der ist ganz neu. Der Mod, der ist von 29. Januar 2015, glaube ich. Jetzt haben wir hier diesen Sprengstoffkram. Oh, das hat den noch nicht komplett erledigt. Haben wir Granaten? Oh, was war das denn jetzt? Ich habe mich selbst ausgeschaltet. Ach, ich habe wohl Detopack dabei. Wo sieht man denn, ob ich Detopack dabei habe? Ach, das ist da. Wird da rechts angezeigt. Aha. Dann kann ich das auch sicherlich auch so Sie werfen, haben die ne? SKDs geschickt. Ja, kann ich. Ich muss aufpassen mit meinen Teamkills hier. In Republic Commando ist das so, wenn man zu viele Teamkills macht, dann fangen die irgendwann an, auf einen zu schießen. Die eigenen Teamkameraden. Yeah! Mit diesen lustigen Granaten. Was ist denn das für ein Jedi-Typ hier? Die ganzen Sounds sind auch alle aus Republic Commando. Ich habe mich wieder selbst erledigt. Und ich habe mit jedem gekillten Verbündeten. Yay, es fängt super an. Scharfschützenkommando, okay. Oh, das sind so. Die Grafik ist so hammer. Ich habe ja mal einen Republic Commando Mod vorgestellt. Der hat aber noch bessere Maps. Der hier hat keine Maps, glaube ich. Da muss ich aber nochmal nachgucken. Ich habe den gerade erst gestartet, weil ich noch schnell ein Video machen muss, bevor ich jetzt wahrscheinlich essen muss. Dann kann ich immer schön das Video rendern, wenn ich gerade sowieso nicht am Computer bin. Das sind einfach zu viele. Scharfschütze! Scharfschütze! Das sieht lustig aus, okay. Wow! Was sind das für krasse Waffen, die mich hier so wegschleudern? Die SKDs sind genauso overpowered wie in Republic Commando. Die halten unheimlich viel aus. SKD ist, glaube ich, die ultimative Truppe. Wir rücken ab, Team! Rücken ab, ey. Das sind Deutsche! Okay, wieso ist das so schwarz? Das ist alles so dunkel. Aua! Ich muss weg hier, weg hier, weg hier. Komm. Wo bist du? Da. Ich hab ihn getroffen, schön. Eine Granate, Nicht noch viel eine Granate. Verkehr.
Wieso ist das so ein... Ist so ein dicker schwarzer Rauch? Okay, es ist ein Mix aus deutscher... aus deutschen Public Commando Stimmen und aus englischer, aus englischen. Das ist ein bisschen seltsam. Kann sein, dass der Mord von Deutschen gemacht wurde. Das wäre mal was Nettes. Oh ja, yeah, wir haben auch diese tolle, das tolle Schrotgewehr hier. Boah, die... Das ist alles so viel mehr detailliert als in dem originalen Battlefront. Das sieht so geil aus. Das ist so wie mit dem anderen Republic Commando Mod, den ich mal vorgestellt habe. Der hatte eine unheimlich gute Grafik. Da frage ich mich echt, wie man aus so einem billig aussehenden Spiel jetzt heutzutage noch so viel rausholen kann. Und der hier, der ist auch so. Nur leider gibt es hier keine Maps. Glaube ich jedenfalls. Muss ich mal nachgucken, wie gesagt. Ja, und die... Das Interface hier, das sieht genauso aus wie im Republic Commando in dem Spiel. Wenn man, kann ich das eigentlich, ja, das sage ich mal, das hier, ich glaube diese Balken hier unten, die waren dafür da, um das Leben anzuzeigen. Wenn diese Balken alle leer waren, dann war man halt tot. Was hiermit ist, weiß ich nicht, das könnten dieselben gewesen sein und dann hatte man hier, glaube ich, noch irgendwelche Waffen oder so. Das Spiel läuft auf meinem Computer leider irgendwie nicht. Ich hatte das Spiel auch nie original, das hatte mir mein Freund gegeben. Dann habe ich die Dateien einfach rüber kopiert auf meinen neuen Computer und das läuft hier nicht drauf. Das Spiel startet, aber ich kann kein neues Spiel machen. Das stürzt dann einfach ab. Das ist deprimierend. Oh, aber ich habe anscheinend ein Schild. Okay, ja, der Schild, der scheint hier irgendwie zu sein. Der lädt sich jetzt wieder auf und wenn ich getroffen werde, dann geht das runter. Ich glaube, das hier wird der nächste Mod, dass ich so 20 Folgen mache, weil es anscheinend ziemlich viele coole Truppen gibt und so. Und ich kann, so wie das aussieht, habe ich den gesund... Nein, Niederlage! Was? Ich wollte gerade sagen, dass ich anscheinend Gesundheits- und Munitionsleger habe. Spiel 1, 19, 13... Ah ja, wir sehen uns gleich in einem neuen Spiel wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich schalte mir jetzt die mal... Ach, wir haben... Wo ist die Fake-Konsole denn? Wie, ich habe freie Kamera, aber keine Fake-Konsole. Okay, jetzt muss ich mir die ganzen Punkte erspielen. Ach, wie schlimm. Fangen wir mit dem Typen einfach wieder an hier. Ich spiele jetzt mal in dritte Person, weil das ein bisschen einfacher ist. Obwohl, ich habe keinen... Ich habe keinen Zielpunkt, so. Keine Iron Sights. Das ist ein bisschen blöd. Muss ich ein bisschen Pi mal Daumen so... Wow! Wow, wow, wow. Hau ab, hau ab. Nein, 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 geh weg. Nein, geh weg. Habe ich Granaten? Ja, ich habe Granaten, aber... Komm, werf die Granate. Ach, das ist ein Autogeschütz. Ah, ich bin so verpeilt. Das ist anscheinend ein Autogeschütz mit einem Schild. Die gab es in diesem Republic Command Mod, den ich auch mal vorgestellt hatte. Auch. Zoom, du UDA. Pass auf, Junge. Schalten Sie den SKD aus! Schalten Sie den Kampfdroiden aus! Feinde haben einen Kommandoposten dazugewonnen. Die Republik hat keine weitere Verstärkung mehr erübrigt. Volltreffer! Fehler! Fehler! Boom! Okay, bei einer Schrottpistole muss man... Ja, bei einem Schrottgewehr muss man sowieso nicht so gut zielen können. Ach, hier gibt's ja sogar die... Diese tollen Echsen-Dinger, deren Namen ich vergessen habe. Die so richtig nervig waren. Auf... auf dem Kashyyyk-Level und auf diesem anderen Level auf der RIS Prosecutor dieses Schiff. Wow, was wird das? Mir ist aufgefallen, dass die Magnawächter auch so krass explodieren. Das machen die in dem originalen Spiel auch. Technik-Kommando. Oh yeah, die Waffe gab es auch. Im Republic-Kommando. Wie geil, das sieht alles so toll aus, das ist so schön, da kann ich ganz tolle Bilder von machen für die Thumbnail von dem Video. Da kommt. Ich weiß nicht, wie ich damit zielen soll, kann man das aufladen? Nee, kann man anscheinend nicht. Wie soll ich damit zielen? Okay. Was habe ich denn hier? Oh, ich habe Minen. Yay. Nein! Oh Gott, weg hier. Wie soll ich damit zielen?
Wenn ich jetzt einfach... Wow, weg hier. Jau! Ach du Scheiße. Der Druide ist genau in dem Moment auf die Mine gelatscht, als ich da rausgerannt bin. Ich brauche nur mal eine KI, die sich freiwillig meldet, um davon abgetroffen zu werden. Ach so, okay. In dem originalen Spiel ist das so, dass es wie so eine Granate ist. Und die explodiert dann irgendwie. Wie so eine fette, komische Stromgranate. Die verlieren ziemlich heftig, fällt mir auf. Das habe ich beim letzten Mal, habe ich die Einheitsanzahl nicht gesehen. Aber die sehe ich jetzt gerade. So funktioniert das also, okay. Man hat so eine Explosion. Nichts wie weg hier. Okay, wir tun mal so eine EMP-Granate hier hin und noch ein paar Minen. Die verteilen wir mal. Oh, schon erledigt. Airborne Kommando. Oh, jetzt habe ich die Teamkills gemacht. Verdammt, jetzt habe ich das noch nicht freigeschaltet. Wie ungünstig. Nein, kein Teamkill. Oh Gott, ich will kein Teamkill machen. Und wieder nur Minuspunkte hier. Wir rücken ab, Team. Wow, das ist nice. Die Waffen, die gefällt mir auch wohl. Die Druiden, die sehen cool aus. Ich habe auch noch die Pistole, die ist eigentlich auch ganz gut. Komm mir nicht. Ach, kann ich die hacken? Vielleicht die Druiden, das wäre natürlich mal was Lustiges. Ich brauche einen Druiden, hallo. Nee, ihr seid kein Druiden. Du bist ein Druid. Rückzugteam! Yay, ich habe ihn gehackt, glaube ich. So kaputt gebraten. Zurück. Oh, toll, Fusionsschneider. Ach, hier war ja ein KP. Schnell wechseln. Airborne Kommando. Boah, wie geil das aussieht. Kann ich damit. Habe ich ein Jetpack? Oh, wie geil! Das sieht ja krass aus. Yay, ein richtig schöner Mod. Wie kriege ich nochmal nach oben und nach unten? Genau, so war das. Krass. Sowas gab es in dem Spiel nicht, aber vielleicht ist das aus irgendeinem Buch. Es gibt ja auch viele Republic Commando Bücher, also muss ich, glaube ich, mal eins mal gelesen. Das habe ich von einem Freund ausgeliehen, als ich noch irgendwie in der 7. Klasse war oder so. Muss ich mal sehen. Kein Plan. So, was ist das hier? Ach, das ist so eine... Ja, yeah, das ist mir auch aufgefallen. Das ist eine Granate, die explodiert, wenn man... Wenn die an einen Gegenstand kommt, also an einen Gegner. Oh, du Spawnkiller. Was ist das hier? Was? Das war ein Messer. Ach, das ist ein Messer, okay. Und das Effektivste gegen Superkampfdruiden in dem Spiel. Nein, oh Gott, jetzt komme. Den habe ich jetzt geteamkillt. Das Effektivste gegen Superkampfdruiden in Republic Commando. War erstmal mit einer EMP-Granate und dann mit einem Messer. Chaos-Kommando. Ich glaube, diese Namen sind ausgedacht. Das kommt mir irgendwie lustig vor. Niederlage, schon wieder. Das ist seltsam. Ich glaube, die sind jetzt auf Null gekommen, weil eigentlich sollte das noch nicht vorbei sein. Zack. Naja, ich will die Folge auch nicht zu lang machen. Deswegen kommt beim nächsten Mal dann der Rest. Ich muss die Einheitenanzahl mal hochdrehen, dann kriege ich das so schneller hin. Da war eine KI besser als ich. Das wäre schlimm. Aber keine so gute KI wie ich, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Doch, sollte. Meine sollte besser sein. Was auch immer, scheißegal. Was ist das denn? Einfach nur Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, bis zum nächsten Mal.